Donnerstag, der 21.12. Ich weiß, für manche fängt jetzt schon der Winterurlaub an, manche müssen noch ran, manche dürfen einfach, müssen durcharbeiten, wie es halt je nachdem, was man für einen Beruf hat. Aber alle, die auch an den Feiertagen für uns arbeiten dürfen, müssen, gerade auch im Rettungsdienst, vielen Dank, dass ihr da seid. Egal, ist Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen und so weiter. So, ich hole meinen Kaffee. Ah, und dann, hier haben wir noch die Schwarzwaldwürze stehen. Erzähle ich euch auch noch gleich noch was dazu. Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Aus der Schwarzwaldwürze Tasse. Ist Kaffee mit Milch drin, keine Angst. Also ich darf da jetzt nicht irgendeinen Gewürzmischungscocktail am frühen Morgen. Aber ihr könnt diese Würzmischung hier gewinnen. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Von der Schwarzwaldwürze habe ich ein Gewinnspiel für euch organisiert. Genau. Und wenn ihr sagt, oh, ich hätte auch, möchte auch so eins von diesen 5 Päckle haben, von dieser Probierrolle, dann müsst ihr einfach in die Kommentare Hashtag Schwarzwaldwürze eintragen. Unter allen Gewinnern verlose ich dann eins, die dann mitgemacht haben und kriegen sie dann mit der Post von mir zugeschickt. Ist doch eine Sache, oder? Aber jetzt schauen wir erstmal, was sich hinter unserem Türchen heute versteckt. So. Die 22 merken wir uns für morgen. Wir brauchen aber heute die 21. Und ich habe sie schon gefunden. Im Schwarzwald Adventskalender. Heute auf der Seite von Hitradio Ohr. Was auch ein gutes Radioprogramm ist, welches aus dem Funkhaus Ortenau kommt. Ein Stück Holz. Und etwas, was raschelt. Ah, da steht Schwarzwaldradio drauf. Das ist ein Kuli. Schreibt nicht. Egal. Ja. Der ist neu. Noch gar nicht benutzt worden. Cool. Das ist das coole, passende Pendant. Letztes Jahr, wer mitgemacht hat, weiß es, da gab es nämlich ein Schweizer Taschenmesser oder ein Schwarzwald-Taschenmesser, ist glaube ich die richtige Bezeichnung, aber es war echt cool. Und, aber das ist schon witzig. Sieht aus wie ein Stück Arsch, dabei ist ein Kuli drin, geil. Und das hier kriege ich nicht auf, brauche ich ein Messer. Moment, ich komme gleich. Ah. Ist echt gut zugemacht. Ich hoffe mal nicht, dass es kaputt ist, weil es so kleppert. Was ist das? Glubberl, sagt man in Bayern. Riecht normal. Meine Haare sind zu kurz für sowas. Gut, Luca D. festgestellt, dass mir da oben was fehlt, die Haare. Witzig, dass die aus Stroh sein sollen. Wäre interessant zu wissen, wie man das herstellt. Ah, das war das, was gekleppert, gerauschelt hat. Da haben wir einen kleinen Zettel dabei. Klimaneutrales Produkt. Ich bin ein
klimaneutrales, nachhaltiges, mit Stroh hergestelltes und nützlich für die Umwelt. Ah, da werden sich meine Mädels freuen. Das Coole ist, wir haben zwei Pärchen. Ich habe ja zwei Mädchen. Eine große, verheiratet, und die jüngere, die Marie, die kennt ihr ja schon alle vom 4.12. Genau. Dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Ausgabe. Bis dann. Ciao. Hallo Fokus. Wenn ich es jetzt unscharf haben möchte, würde es nicht machen. Ja klar. Klappt doch, Fokus. Wie geht es zusammen wieder?